My name is Stilly Man and me a represent for the YouTube channel Blunt TV Presents. And if legalization is the right thing for you, who no feel like going to the site legalize.eu. And like me, I tell ya, you know, say it's true. Blunt TV is the most started channel on YouTube. So tune in, roll a spliff and get high too. Even if Dirty Babylon them want to fight you. Yeah, man, Blunt TV, big up yourself every time. Hallo Leute, willkommen bei Blunt TV. Wir sind heute mal im Hanftal und wollten euch ganz herzlich begrüßen zur neuen Folge. Und jetzt schauen wir mal, was hier los ist und was es hier so zu essen gibt. Wir melden uns gleich bei euch. Wenn schon Bier, dann Hanfbier. So, und jetzt macht die Kamera aus, wir essen unser Hanfschnitzel. Hanf wurde früher als Nahrungsmittel in der Medizin und vor allem bei den Bauern verwendet. Es musste verwendet werden, weil es gut ist. Ja, hallo liebe Blunt TV Leute, ich bin's mal wieder, der Daniel. Mir ist schon mal aufgefallen, dass es so ein kleines Problemchen gibt, wenn man mit Älteren oder mit den Eltern oder mit den Großeltern versucht, über Hanf zu reden. Es ist ja doch ein sehr kompliziertes Thema. Und mit diesem schönen Kochbuch kann man auch Leuten Hanf näher bringen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wollen. Und dazu passend, das Hanföl, das darf ja nicht fehlen. Das Hanföl ist deshalb so wertvoll, weil es über Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren verfügt. Im optimalen Verhältnis. Und jetzt bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Wir schalten rüber zu die 420 News. Bei 420 News. Wir sind heute in Hanftal Niederösterreich, dem größten Hanfanbaugebiet der Republik. Bald ist es wieder soweit. Das größte Hanfspektakel Deutschlands startet am 10. August in Berlin. Freunde von Cannabis und Gegner der Prohibition werden zahlreich erwartet. Nach neuesten Informationen bietet Blunt TV jetzt auch Touren nach Hanftal an. Der Hanf-Erlebniswanderweg in Hanftal. Ein Besuch beim Hanfwirt. Hanfschnitzel essen. Anmeldung an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Die europäische Kampagne Legal ist gestartet. Es wird ein Dokumentarfilm produziert, es gibt eine Petition und eine Umfrage. An letzteren beiden könnt ihr euch an der unten eingeblendeten Domain beteiligen. Wien, 22. Bezirk. Auf der Donauinsel wurden 10 Personen von der Polizei observiert. 4 davon wurden vorläufig in polizeilichen Gewahrsam genommen. Nach unbestätigten Quellen fanden die Forensiker in einem sogenannten Joint mindestens 0,2 Gramm Cannabis-Kraut. Die Redaktion und die Technik verabschieden sich. Wir gehen uns jetzt ein bisschen entspannen. Wir sehen uns wieder. Wir schalten zurück ins Blunt TV Studio. Danke an Erik für diese tollen News. Beim nächsten Mal im August wird es schon unsere 420 News geben. Und zwar mit einer Berühmtheit aus Deutschland.
Ich verrate euch jetzt noch nicht, wer es ist. Es wird eine Überraschung. Lasst euch überraschen. Ja, wie eben schon in den News erwähnt, wollen wir von Blunt TV und Legal Europe nun eine Tour, eine Mach-dich-schlau-Tour ins Hanftal anbieten, wozu du herzlich eingeladen bist. Ja, was gibt es da? Wir machen eine Rundfahrt, sprich wir gucken, dass wir 10 Leute zusammenkriegen. Melde dich dazu einfach auf die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Nachdem wir uns um 9.30 Uhr am Westbahnhof in Wien getroffen haben, reisen wir mit dem Zug, sobald wir 10 Personen zusammen haben, nach Lahr an der Theier, das ist in der Nähe vom Hanftal. Dort haben wir organisiert, dass uns ein Traktor abholt, mit Anhänger natürlich, weil alle können wir nicht auf dem Traktor sitzen. Und ja, dann werden wir direkt ins Hanftal reingefahren und machen dann eine ganz tolle Rundfahrt durch das Hanftal und werden sehr viele Themen ansprechen und erklärt bekommen rund um die älteste und vielfältigste Pflanze unserer Erde. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Interesse daran. Wir würden das gerne ein paar Mal dieses Jahr noch machen. Möglich ist das circa bis August, September. Dann wird es wahrscheinlich schon wieder zu kalt und die Felder sind auch leer, was dann weniger Spaß machen würde. Die Tour wird dann noch beendet mit einer kleinen Shopping-Tour. Da gibt es einen kleinen Hanfshop, da könnt ihr Hanföl und so einkaufen, auch billiger als in den meisten Geschäften. Danach werden wir noch den Hanfwirt besuchen, wo ihr kulinarische Köstlichkeiten probieren könnt. Natürlich auch sehr viel mit Hanfprodukten zubereitet. Ja, anschließend geht es dann wieder mit dem Traktor in Richtung Bahnhof. Wir machen uns gemeinsam auf die Rückfahrt. Wer will, wer Mut hat, wer möchte, darf dann noch sein Gesicht zeigen. Wir nehmen ein paar Leute auf, die sich melden, wie ihnen das gefallen hat und ob sie was zur Legalisierung oder zum Hanf überhaupt vor der Kamera sagen wollen und werden das dann in den nächsten Sendungen mal irgendwo verarbeiten und euch zeigen. Gut, das dazu. Ach ja, was ich noch vergessen habe, der Preis. Der Preis ist natürlich auch immer, der Preis ist heiß. Gut, alles insgesamt, Zugfahrt, Begleitung, Rundfahrt, haben wir zusammengestellt für 25 Euro. Das Ganze geht von 9.30 Uhr Ankunft bei der Rückfahrt wird sein 16 Uhr. Je nachdem, wir lernen uns ja auch noch ein bisschen kennen, man quatscht ein bisschen. Da ist eine Stunde schnell rum, aber wie gesagt, Treff ist morgens 9.30 Uhr Wien Hauptbahnhof. Genauer Treffpunkt wird den Leuten dann per E-Mail bekannt gegeben. Ja, dann geht's los und um 16 Uhr sind wir wieder zurück mit einem tollen Tag, hoffe ich für alle. Und wir hoffen nun auf rege Beteiligung. Meldet euch einfach unter der unten eingezackten E-Mail-Adresse über Facebook. Haben wir auch eine Veranstaltung eingetragen, wo ihr euch anmelden könnt. Also, keine Hemmung, los geht's. Ladet eure Freunde ein, nehmt eure Eltern mit, nehmt eure Freundin mit. Alle, die zu wenig über Hanf wissen, sollten diese Reise ins Tal des Hanfes, auch Hanftal genannt, mitgemacht haben. Bis dahin. Und ich sage jetzt, wir schalten noch mal kurz zur Donau. Ich glaube, der Daniel will euch noch was sagen. Leute, willkommen in Wien auf der Donauinsel bei herrlich schönen strahlenden Sonnenschein. Ja, so ungefähr. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, war, warum sollte man auf die Hanfparade gehen nach Berlin am 10. August? Ja, ganz einfach. Cannabis als Medizin. Ich bin selbst als Cannabis-Patient. Schon seit ein paar Jahren habe durch Cannabis eigentlich nur Positives erlebt. Meine Schmerzen lindern sich durch Cannabis.
Ja, war eine Zeit lang auch abhängig von diversen anderen Pharmazeutikern, die was mir aufgepumpt worden sind, Benzodiazepine abhängig, auch alkoholabhängig, und eigentlich hat mir Cannabis darüber hinweggeholfen. Das ist, was mir blieb, ja, ich rauche mir gelegentlich einen Joint, wenn es mir nicht gut geht, nehme das als Medizin und möchte auch, dass das in diesem Sinne auch legalisiert wird für Cannabis-Patienten und natürlich auch für Konsumenten. Und dafür setze ich mich auch sehr stark ein. Und jetzt nochmal ein kurzer Aufruf an alle. Hallo Diego. Eigentlich finde ich es schade, dass so wenig Leute gehen auf die Straße zum Demonstrieren. Wenn man schon die Gelegenheit hat, wir haben das Recht dazu, wir haben die Möglichkeit dazu, was in vielen Ländern nicht möglich ist, und das sollten wir auch nützen. Und gerade in diesem Sinne bitte ich euch, kommt zahlreich am 10. August nach Berlin am Bahnhof Zoo um 13 Uhr. Zahlreiches Erscheinen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Natürlich haben wir noch eine kleine Überraschung für euch, für alle die, die dieses Jahr nicht in der Lage sind, die Hanfparade in Berlin zu besuchen. Hat sich der Christopher bei uns gemeldet, denn zwischen dem 9. und 11. August findet auch das Styria Reggae Summer Festival in der südlichen Steiermark statt, und wir verlosen dort, oder was heißt dort, wir verlosen hier für euch jetzt 3 Karten für dieses Festival. Schreib einfach eine kleine E-Mail an uns mit Ich liebe Reggae an gewinn@legalisieren.eu. Die ersten 3 Gewinner werden dann von uns benachrichtigt. Wenn sie aus Österreich kommen, wäre das ganz gut. Dann könnten wir uns vielleicht kurz vorher irgendwo treffen. Wir übergeben euch persönlich die Karten. Ansonsten schicken wir sie euch eben mit Post, das ist auch kein Problem. Gut, ja, dieses Styrian Reggae Summer Festival ist vom 9. bis 11. August. Da sind also Zeltmöglichkeiten. Das findet bei der Route 69 statt. Das ist ein schönes Gelände in der südlichen Steiermark. Ihr müsst nochmal genau schauen, das ist gesponsert vom naturhanfladen.at und von dem Verein Transformers, das ist zur Jugendintegration, und von King Crown Sounds, die das Ganze zusammen organisieren. Ja, wer dabei ist, werdet ihr jetzt gleich noch kurz in einem Clip sehen. I'm making it the Colorado Soldier representing for the Styria Reggae Summer 2013. 9. bis 11. 2013 in der Gemeinde Eichberg-Trautenburg in der grünen Steiermark. We got enough artists and enough DJs for done up, you know. We got Turbulence and Warrior King inside the place. We got old Rasek mit Ras McBean, Ras Sharm alongside the Fireman Crew. And me, Kinetical MC, representing the Steel Town to the fullest. So give it up for King's Crown Sound representing Styria Reggae Summer 2013 at the baddest and biggest reggae festival there. Big done up. Wir verlosen für dieses tolle Festival in ganz natürlicher Umgebung. Und was ich auch noch erwähnen wollte, die Jungs, die machen das mit einem sehr tollen Hintergrund, nämlich sie wollen das Geld, was da reinkommt, einsetzen für Leute, die behindert sind, wo man sich vielleicht keinen Rollstuhl leisten kann, für ärmere Familien, wo es den Kindern an Anziehsachen fehlt und so weiter. Ja, Leute, das gibt es leider in Österreich, das ist so. Und dafür wollen diese Jungs das Geld einsetzen. Und ich finde, diesen Jungs gehört dafür einfach Respekt. Und deswegen hoffe ich, dass auch dieses Konzert gut besucht wird. Also nicht vergessen, 3 Karten für das Styrian Summer Reggae Festival. Sei dabei. Und viel Glück. Represent for the YouTube channel Blunt TV presents. And if legalization is the right thing for you, who no feel like going to the site legalize.eu. And like me, I tell ya, you know, say it's true. Blunt TV is the most wanted channel for YouTube. So tune in, roll, let's play.
fun yet.